Leute, willkommen zurück zu Elden Ring. Ich bin einfach nochmal runtergegangen in die Tafelrunde und dachte mir, komm, probieren wir nochmal diesen Bekloppten hier. Diesen ziemlich crazy verrückten Boy. Scheint aber nicht wirklich gut zu funktionieren bisher. Der weicht verdammt viel aus. Mir juckt jetzt wieder die Nase, Alter. Warum immer dann? Nein, nein, nein! Fickt euch doch, ey. Warum können solche Viecher so übelste Kombos bam, 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 bam? Passt euch mir doch an. Ich habe eine verfickte Zweihandwaffe. Warte mal einen ruhigen. Ja, fängt schon gut an, ne? Tod 235.712. Aber so schlimm ist es jetzt nicht, ne? War ja nichts dabei. Also ich hatte ja nichts. Also alles gut. Aber so einen habe ich schon mal getötet. Ich verstehe diese Angriffsmechanik von ihm nicht. Dass wenn ich den hier mache, wie kann er sich dann noch verteidigen, so nach dem Motto, ne? Jetzt zum Beispiel. Ich habe ihn zuerst getroffen, aber er haut mir zuerst einen rein. Genauso wie jetzt. Ich verstehe es nicht. Was soll das? Wieso trifft seine Attacke mich eher, wie ich ihn? Und ich ihn dadurch ja abwehre. Das verstehe ich nicht. Warum ist das, wie es ist? Ich verstehe es nicht. Ganz einfach. Ich dachte, ich kann ihn jetzt mal schnell mit zwei Attacken umklatschen. Ich ja so ein bisschen mehr Schaden mache inzwischen. Aber nö. Das Spiel sagt nö. Ich denke, das schaffe ich auch. Aber ich muss halt das richtige Timing haben und so, ne? Ich habe da gerade eine Idee. Darf ich nicht. Darf ich nicht benutzen. Ne? Muss nur das richtige Timing abwarten. Dann geht das. Sieht man ja. Wie man ja sieht, also gehen tut's. Wenn er sich jetzt nicht auch noch heilen würde. Ich sag mal so, ich habe ihn einmal zum Heilen gebracht. Da bin ich doch mir jetzt schon, da bin ich mir schon stolz drauf. Ich ihn schon einmal zum Heilen gebracht habe. War nicht gut. Da darf ich jetzt nichts machen. Jetzt hat er die Zweihand in der Hand. Jetzt können wir wieder. Hat er mich gefrostet. Mal getroffen. Muss ich ihn ruhig machen. Und jetzt hack ich ihn in Stücke. So, Eindringling besiegt. Ich habe was bekommen. In hier, glaube ich. Ne, hier nicht. Ja, stimmt, da habe ich übrigens einen neuen jetzt auch. Verbesserte Ausdauer, verringernde Angriffe gegen Blocker. So, haben wir. Gab es hier unten noch was? Ich weiß es nicht mehr. Ich war ja hier schon mal drin. Bin ja qualvoll hinweggestorben. Ich wollte mich einfach mal durch alles durch hier. Einfach mal so durchrollen, ne? Ich muss das Geklickere von meinem Gamepad und jetzt auch noch irgendwie rauskriegen aus den Aufnahmen, aber es ist halt zu nah am Mikro, ne? Was soll ich da machen?
Okay, das hier hinten hat er doch schon gecheckt, dass ich das habe. Na, easy. Haben wir aufgehalten, den Angreifer, wa? Ja, zum Eingang zurückkehren, bitte. Geil! Habe ich jetzt nicht so erwartet. Ich dachte, komm, hau mal die Aufnahme an. Wenn ich die jetzt mal probiere und den durch Zufall schaffe, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass ich ihn schaffe. Aber ja, ich habe ihn einfach weggeknüppelt, den kleinen, hässlichen. Entschuldigung. Passiert mal. So, nochmal hier gucken bei dem großen Meister hier. Wir können eine Rolle, jetzt haben wir eine Waffe hier. So, jetzt können lesen wir mal ein bisschen über ihn hier, ne? Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Ja. Ihr seid gefangen. Ups. No, there's only too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Okay. Klar, Waffen verstärken. Können wir leider nicht, weil ich keine Sachen habe. Kriegstasche. Kriegstasche duplizieren kann ich nämlich auch, ne? Und verkaufen kann ich. Ein bisschen müde schon in dem Gesicht. Aber wir verkaufen natürlich nichts, einen guten Mann. Ich habe jetzt gerade noch nicht verstanden, warum ich da die Wölfe nicht einsetzen durfte. Aber ich muss mal kurz gucken, hier Objekte. Was haben wir denn hier? Hier haben wir das komische Blatt bekommen. Was habe ich denn allgemein eigentlich jetzt gerade bekommen? Das habe ich bekommen, ne? Kurzfristig die Runenausbeute. Mhm. Asche und Himmelstränen, ihr braucht kein Schwein. Kostet ein bisschen. Magiefett. Kann ich 600 haben oder so? Das ist einfach ein komischer Schädel mit Hallo. Den kann ich aufsetzen, wenn ich mich nicht irre. Ah, da unten war es. Ja, das habe ich bekommen. Spöttzunge. Lockt Eindringlinge an. Okay. Geil. Dings dürfte ich ja nicht haben. Genug Punkte, oder? Nee. Da fehlt ein bisschen was. Gut, die Tür lässt sich immer noch nicht öffnen, wenn ich mich nicht irre. Nö, dafür brauche ich erst irgendwas. Gut, dann falsche Seite. Küstenhöhle. Ah, ich kann Pfeiler machen hier. Wegmarker. Ding, 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 ding. Oh Gott. Ja, ja. Alle weg. Dankeschön. Wir gehen nochmal zur Kirche. Küstenhöhle? Ich war doch da unten. Habe ich einen Händler gefunden, habe mir einen Bogen gekauft. Aber eine Höhle habe ich da jetzt nicht gesehen. Okay, mal gucken. Nehmen wir mal den Dicken mit. Bringt 1000 Seelen. Beziehungsweise, hier sind es ja keine Seelen. Egal, nehmen wir mit. Wenn er noch da ist. Ja, ist er. Zieh fest die Waffe und durch das Bein. Oh, da habe ich einen Blinden gekriegt. In den Olga-Rücken. Noch einen. So, jetzt kann ich ihn, weil ich habe keine Ausdauer mehr, kann ich ihn nur so ein bisschen wegstechen, dem Ruder. Zack, ja, eine Punkte. Dankeschön. Er hat auch was fallen lassen, ne? Ja, oder nicht.
Schade. So, Küstenhöhle. Mal einsaufen. Karte. Wo ist die? Oh nein, verfehlt. Die hören sich an wie Harpien, oder was dann meint ihr? Die Harpien aus The Witcher. Die sind viel zu schnell, ey. Beruhig dich mal, Pferdchen. Wieder zu früh geschlagen, nochmal zu früh geschlagen. Jetzt haben wir einen getroffen, einer lebt noch. Oh, der gibt mir hart und ich zersäge ihm seinen Rücken. Okay. Karte. Hier ist eine Küstenhöhle. Seht ihr auch so, ne? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn dann aber der Eingang, Ala? Aber hier ist ja der Eingang. Eieiei, bin ich schlecht. Gucken wir doch mal. Erstmal Nachricht lesen, ganz wichtig. Warum immer Dunkelheit? Ich hätte nicht nur ein Licht. Ja. Ich habe ein Licht. Gott sei Dank ist hier unten Gnade drin. Das heißt, wenn wir sterben, kommen wir schon mal hier unten wieder raus und müssen nicht den ganzen Weg rennen. Das machen wir mal kurz an hier. So. Was haben wir hier? Wir haben hier Leichen. Gegner voraus, ja, den sehe ich. Das sind doch nur Dings. Das sind nur Muschis hier. Die halten doch nichts aus. Kann ich doch einfach überrennen hier. Zack. Weggeknüppelt. Ich habe nur noch eine ganz gute Waffe, ne? Freundschaft. Oder sowas. Sitz. Noch wer? Na, hier rennst du schon, mein Kleiner, ja? Oh, yo, yo, yo. Machen wir das mal so, wie ich es immer mache. Boah, hat mir einen Schwinger gegeben. Boah, jetzt war Ausweich Delta 7. Um, tot! Kommt da, gleich kommt da. Zack, ausweichen. Und zuschlagen. Doppelt natürlich. Was haben wir hier? Zeit für dies Licht. Na komm, wir zeigen euch mal, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Dann ist es auch dunkel. Ne? Also, wir nutzen am Licht. Ivan, der alte Ritter. Diesen Gast herbeirufen. Jo. Er hat einfach weggesehen. Der Bitte hier. Danke, Ivan. Der hat einen ganz schön großen Säbel dabei. Wir springen so aneinander vorbei. Das sind seine Fähigkeiten, würde ich mal sagen, ne? Shit, war ich dumm. Da kommt mein Finisher.
Danke, Ivan. War sehr nett von dir, dass du dabei warst. War cool. Konnte ich auch harte Bosse knallen. War schon nice. Was haben wir hier? Wolf. Warum macht man sowas da oben drauf, Leute? Ich verstehe das nicht. Springen. Ich sag's ja, ich verstehe Leute nicht. Chaos. Hier ist der Porter nach draußen wieder. Nehmen wir ein bisschen Moos mit. Was haben wir denn hier noch? Geht das hier noch irgendwo hin? Oder ist das hier nur ein Bait? Ja, also hier war auf jeden Fall noch was. Metterling. Und noch so zwei Leichen. Schild. Hier ist doch noch was, ich riech das doch. Da geht's auf jeden Fall wieder raus. Geil. Oh, ich bin auf der anderen Seite. Wie geil ist das denn? Ich bin jetzt auf der Insel. Jo, la Krise. Müssen nur noch schnell ein Gnadending finden, ne? Falsch. Ich muss das Pferd rufen. Hat sich das doch schon mal gelohnt, ey, das Aufnehmen? Mensch. Geil. Da ist die Gnade. Falsche Tasten, komm. Sitz, mein Junge, sitz. Da ist die Gnade wieder am Stissel. Und wir rasten natürlich hier. Denn wer rastet, der rostet. Und ich roste gerne. Ich kann jetzt Kleidung anpassen. Vagabundenrüstung. Nutze. Ja. Was auch immer das jetzt gebracht hat. Ja, ist alles auf da. Flaschen verstärken kann ich noch nicht, ne? Flaschen aufladen und Entzündung habe ich auch noch nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Also nochmal, naja, mal gucken müssen wir nicht, aber man muss ja immer mal, ne? Ja, ist schon okay. Kriegstasche. Hier. Nee, ich möchte nicht die Kriegstasche haben eigentlich. Ich möchte ganz gerne. Meine Waffen irgendwie verstärken. Also nicht unbedingt, dass ich jedes Mal nach Hause muss. Wo sind wir denn hier? In einer Kirche. Was ist er hier? Erstmal Nachricht lesen. Zeit für dies Nacht. Altar. Ritual der Drachenkommunikation. Voila. Drachenfeuer, Drachenklaue, Drachenschlund. Oh, toll. Das heißt, ich muss Drachen klöppeln, ne? Okay. Das müssen wir nachts machen. Das erklärt auch, wieso hier so viele Drachenstatuen sind, ne? Aber Loch. Hack ich erstmal auf den Schwanz ein. Da Finger vorn benötigt. Ja, man kann nicht viel schreiben, ich weiß. Ich finde das faszinierend. Jetzt haben wir hier Leiche voraus. Jetzt ist die Frage, wo voraus ist eine Leiche? In diese Richtung, wo jemand gestorben ist. Ah, Leiche voraus, ja, wir selber wahrscheinlich. Wunderschön. Was ist denn hier wunderschön? Ist ein bisschen
So ist es wunderschön, ja. Da stimme ich zu. Den Baum im Hintergrund. Da ist ein kleiner Baum, da ist noch ein kleiner Baum. Da gibt es irgendwelche Sachen an den kleinen Baumis. Ah, ist was oben drauf. Baumi, Baumi, Baum, Baum. Ba, 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 ba. Komm hier wieder rein. Gucken wir uns hier nochmal durch. Noch ein Bildchen. Da oben ist nämlich was. Das soll der, so, hier war nur wir. Im Osten liegt die Kathedrale der Drachenkommunikation, ein Ort, an dem sich die Kraft der Drachen sammelt. Ja. Aber hier liegt da tatsächlich jemand. Hi. Sehr schön hier. Aber sonst ist ja auch nichts. Und mit dem geilen Bild da im Rücken, ne? Machen wir ganz kurz so. Die Waffe weg. So. Sag ich vielen Dank. Ach, die Kamera ist ja aus, brauche ich nicht reingucken. Sag ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine weitere Folge vom Elden Ring. Ich würde mich auch über Like, ein Abo oder wann auch immer freuen. Kommentare, ne? Ja, noch habe ich Spaß dran. Wir sind jetzt, glaube ich, in Folge 6, 7, weiß ich nicht. Aber es geht weiter. Ich sag's euch. Bis dahin und tschüss.